Aus vier Richtungen marschierten sie heute Morgen zur Börse. Mehr als 1500 Demonstranten blockieren die Straßen. Die Protestbewegung scheint keineswegs müde, auch nicht nach zwei Monaten. New Yorks Finanzviertel steht wieder einmal still. Wir stören die Banker so gut wir können und wollen den Handel an der Börse lahmlegen. Doch dazu wird es nicht kommen. Die Polizei riegelt alle Zufahrten ab. Die New Yorker Börse gleicht einer Festung. Drinnen eröffnet der Handel, als wäre nichts gewesen. Zur selben Zeit draußen auf der Straße die ersten Festnahmen. Der Protest sei nicht angemeldet, begründet die Polizei ihr Durchgreifen. Wenn normale Leute protestieren, werden sie abgeführt. Ich möchte in einem Land leben, das seine Menschen in den Mittelpunkt stellt. Polizisten beim Versuch, die Menge unter Kontrolle zu bringen. Der friedliche Protest eskaliert. Niemand soll sich etwas vormachen. Wer sich nicht an die Gesetze hält und die Sicherheit anderer bedroht, auch die unserer Beamten, der wird unsere Antwort zu spüren bekommen. Von der Straße nach unten in die U-Bahn. Heute Nachmittag kurz vor der New Yorker Rush Hour. Die Occupy-Bewegung geht neue Wege. Die U-Bahn gehört uns allen. Wir wollen sie nicht besetzen. Wir sind hier, um den Leuten unsere Botschaft näher zu bringen. Streng beäugt von der Polizei auf den Bahnsteigen. Die Demonstranten ziehen in kleinen Gruppen durch die Waggons. Ihre U-Bahn bringt sie raus aus Manhattan, in Viertel der Stadt, in denen der Protest bislang noch nicht zu hören war.